Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Commander Keen Goodbye Galaxy, einem schönen Retro-DOS-Spiel von den 90er Jahren und jetzt im zweiten Teil. Und hier wird noch nicht Pause gemacht. Wollen wir gucken, dass wir hier mal wieder weiterkommen. Ich hasse ja diese Fahrstühle mit den Feuerstellen. Ich springe ja immer daneben. Ja, schauen wir mal, dass ich ihn erwische. Zack! Ja! Das war nicht unbedingt nötig. Aber gut, ich habe das glatt geschafft. Nee, das muss ich ja. Nein, das ist wichtig. Ja. Nein, das muss ich gucken. Jetzt muss ich immer Return to Game, ja. Muss ich mal gucken, ob es hier nicht auch so eine Schnell-Speichertaste gibt. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Also da war ich doch hergekommen. Wo muss ich jetzt eigentlich lang? Bestimmt da vorne. Es hat nicht gereicht. Vorsicht, dieser Schleim ist giftig. Jetzt kommt da auch noch eine. Das ist nicht gut. Weg ist er. Ich glaube, da kann der gar nicht mehr wieder hochspringen. Aber nichts Genaues weiß ich nicht. Aber ich kann ja mal gucken, ob ich hier diese Tropfen noch erreichen kann. Hier sind auch Tropfen. Ich kann sie zwar sehen, aber ohne roten Ball komme ich da nicht dran. Die kommen ja nicht, diese doofen Bälle, aber hier komme ich ran. So. Hurra! Damit hätten wir jetzt diesen zweiten Level auch geschafft. Natürlich speichern. So. Ja. Hier war doch auch noch was. Ja, hier ist auch noch so ein Level. Aber wir können jetzt auch schon hier weiter. Da ist noch einer. Ein Kristall. Da ist auch noch was. Aber ich glaube, ich nehme erstmal. Da ist hier einer. Ja, genau. Ist noch einiges. Hier sind dann diese Themenpyramiden. Die sind relativ schwierig, glaube ich. Aber ich glaube, ich nehme erstmal. Nein. Nochmal zurück. Den hier noch. Das ist noch, glaube ich, so einer. Eher zum Anfang. Hier gibt es auch noch was, aber da kann er nicht rein. Er hat noch keinen Taucheranzug, den er woanders da holen muss irgendwo. Nehmen wir den. So. Ist also auch noch so ein Einübe-Level, der relativ einfach ist, wenn ich das so recht in Erinnerung habe. Nun ja. Verführerische Tropfen, aber einfach reinspringen. Ich hätte ja mal versuchen können, da ranzukommen. Also in dem Sound höre ich immer irgendwie was sich anhört wie ein Telefon. Hier ist nichts. Ja, da komme ich nicht dran. Gibt es denn da eine Möglichkeit? Vielleicht hier drin? Ha! Ich hab's gewusst. Was gibt's denn da? Der steht still. Da brauchen wir schon einen Kristall für, um die Tür zu öffnen. Ach, da ist auch der Schalter da unten, oder? Ja, den müssen wir umlegen. Ah, da haben wir einen Kristall. Aber ich glaube, das ist ein blauer. Ob der reicht, das weiß ich nicht.
Hier gibt's noch was? Nein. Was gibt's da oben zu sehen? Oh Gott, da ist ein Ausgang. Nee, wie war das jetzt hier? Nee, den kann ich hier nicht anwenden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob es da eine spezielle Taste für nötig ist. Aber ist ja auch ein roter Sockel. Ich brauche einen roten Kristall, um die Tür aufzumachen, glaube ich. Also das ist es nicht, das ist es auch nicht. Das ist es auch nicht. Hm. Naja, wir werden da noch drauf kommen, denke ich mal. Das hilft mir nicht viel weiter. Da komme ich auch so nicht dran. Komme ich denn da drauf? Da, das könnte aber klappen. Ja, aber nicht so. Na. Ja, bin ich hier eigentlich schon? Ja, bin ich schon durchgelaufen. Das hätte klappen können. Nee, also da komme ich jetzt so. Ich glaube, das hilft mir sowieso nichts, solange der noch nicht funktioniert. Was ist denn hier? War ich da schon? Ja, hier war ich schon. Ich hab den nicht, den Kristall. Nee, das ist es nicht. Ich verballer hier meine ganze Moon, aber das ist der falsche Kristall. Aber ich muss da auf jeden Fall lang. Ich komme hier auch nicht mehr weg, glaube ich. Ha! Hilft mir das irgendwas? Nö. Nicht wirklich. Außer, dass ich hier vielleicht diese drei Tröpfchen da einfangen kann. Habt sogar wieder voll gekriegt, aber ja, pff, nützt alles nichts. Das ist gefährlich, ja, ist klar. Vielleicht ist es ja auch tatsächlich so, dass ich... Ich suche jetzt mal... Nein. Genau. Enter, okay. Game, load, save, game, configure. Options, options. Ob ich vielleicht doch diesen Kristall da irgendwie anders... Nee. Das sind nur die. Rechts, links. Escape, das ist für hier. Ja. Irgendwo waren doch auch die... The Game. Ah ja, Jump, Pogo, Shoot, Enter, Climb Pole, Grab onto Edge. Drop down. Look up. Open door. Doors need keys. To place the
Game in the holder, just get the game and walk up to it. Ja, ich hätte also, brauchte also nur da drauf laufen, dann hätte der automatisch den Stein in diese Öffnung gesteckt, hatte aber nicht, dann habe ich den nicht den richtigen. Ja, Games, Open Doors, ja. Ich habe den blauen, das war eine rote Schale, ja, da müssen wir nämlich so einen von diesen Orakelmännern da. Was heißt das? Council Member retten. Ja. Gut. Bin ich eigentlich da schon mal weitergegangen? Ja, war ich auch schon. Das ist jetzt, also das muss ich sagen, das ist mir jetzt doch ein bisschen suspekt. Wieso komme ich denn da überhaupt nicht weiter? Hä? Doch, hier war ich schon. Nein, hier war ich offensichtlich noch nicht. Nochmal ein. Ha! Ach, jetzt bin ich hier. Das hilft mir aber nichts. Aber Moment, ich sehe gerade was. Diese Kante hier. Ich kann da wieder hoch. Sollte funktionieren. Nee. Ich glaube, das funktioniert nicht. Da komme ich, glaube ich, nicht mehr wieder hoch. Nee. Tja, da bin ich jetzt doch so ein bisschen sehr ratlos. Denn da muss ich auf jeden Fall weiter. Aber ohne diese Tür komme ich da ja nicht hin, ohne durch die Tür zu kommen. Das ist ja komisch. Habe ich denn irgendwas übersehen? Verdammt. Hier ist nichts. Ja, da die Tür. Da muss ich am Ende raus. Das weiß ich wohl. Und da kann ich dann auch schon jemanden retten. Ich glaube, dafür brauche ich diesen blauen Stein. Aber ich habe den roten. Ich krieg das nicht auf. Ich komme hier nicht weiter. Ich komme weder komme ich hier raus, noch kann ich irgendwie weiterkommen. Hilft mir alles nichts. Nee. Hier tut sich wirklich nichts mehr. Dann lasse ich mich mal kaputt gehen und fange den Level neu an. Wie wäre denn das? Aber ich kann gar nicht kaputt gehen. Hier ist nichts, was mich tötet. Und die Speicherstelle habe ich auch weggemacht. Ja. Hä?
Wie blöd ist das denn? Das ist ja wohl total doof. Wieso habe ich denn das nicht gesehen? Naja, wie auch immer. Wir sind am Ende der Folge und ich sag mal, wenn es euch trotzdem gefallen hat und euch herrlich über mich kaputt gelacht habt, dann klickt ein Like und dann bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.